ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr unschwer erkennen könnt, habe ich heute einen Primark-Haul für euch. Denn ich war vor kurzem bei Primark. Yay. Auf jeden Fall habe ich mir Fashion-Sachen und Beauty-Sachen gekauft. Beauty-Sachen sind super interessante Sachen dabei, aber die zeige ich euch erst am Ende. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Das Ding ist, ich habe die Sachen nicht mal anprobiert. Das heißt, wenn ich die Sachen angezogen einblende, habe ich die Sachen selber erst zum ersten Mal anprobiert. Ich bin mal gespannt, ob mir die Sachen stehen. Auf jeden Fall habe ich mir zu einem dieses Oberteil hier gekauft. Und zwar hat es 8 Euro gekostet. Ist halt ärmellos und ich dachte mir, im Sommer sieht es ganz gut aus zu einer Shorts. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Hemden. Und Primark hat gerade super, super schöne Hemden. Also falls ihr auf der Suche nach Hemden seid, dann schaut bei Primark vorbei. Und die Qualität fühlt sich auch eigentlich relativ gut an. Also sehr weicher Stoff und gefällt mir echt gut. Auf jeden Fall habe ich mir zu einem dieses Hemd gekauft, also dieses blau-weiß gestreifte. Und zwar hat das 13 Euro gekostet. Das Ding ist, dass es wegen länger ist. Ich glaube, ich könnte es als Hemdkleid tragen. Aber ich blende es euch einfach ein und dann seht ihr das ja selber. Dann habe ich mir dasselbe Hemd, weil es mir so gut gefallen hat, in diesem Stil gekauft. Also umgekehrt, also anstatt blau-weiß, weiß-blau. Und es hat halt hier auch so Details, ihr könnt es hochkrempeln. Das hat da zum Beispiel keinen Kragen und das hat schon einen Kragen. Und dann habe ich mir zu guter Letzt noch ein wunderschönes graues Hemd gekauft. Das finde ich auch ganz süß. Gab es auch noch in ganz vielen Farben, Babyrosa, Babyblau, Beige. Alles Mögliche. Das hat jetzt 14 Euro gekostet. Hat halt so ein gestepptes Muster. Also hier habt ihr ein bisschen Profil drin, würde ich sagen. Aber sieht auch wunderschön aus. Und ach ja, warum ich eigentlich zu Primark gegangen bin, ich wollte Socken kaufen. Leute, ich weiß ja, ob ihr dieses Problem kennt, aber ich habe schon so viele Socken in meinem Leben gekauft. Die sind aber immer alle weg. Verschwunden, finito, ich finde sie nicht mehr. Und dann denke ich mir jedes Mal, hey, wo sind meine Socken, Mama? Und meine Mama sagt sie, ja, keine Ahnung, ich habe sie dir schon gegeben. Ich denke mir so, nein, ich sehe davon gar nichts. Naja, auf jeden Fall habe ich mir auch Socken gekauft. Dann habe ich mir einfach nur eine ganz sportliche Hose gekauft, in kurz für 5 Euro. Einfach so zum Chillen oder zum Sport machen. Hä, jetzt bin ich wieder so weißlich. Warum? Ich war vorhin gelb. Bin ich jetzt wieder gelb? Dann habe ich 2 Teile für meine Mama mitgenommen, weil ich dachte, das passt irgendwie. Im August machen wir eine Schiffsfahrt, also auf so einem ganz großen Schiff, für eine Woche und wir reisen halt so rum und besuchen halt die griechischen Inseln hauptsächlich, also Athen und Mykonos und so, darauf freue ich mich schon mega. Und dann dachte ich mir so, das passt ganz gut, weil wenn ihr irgendwo am Pool chillt und nicht so nackidai sein wollt, dann kann man sich das halt drüber ziehen. Das fand ich ganz süß, habe ich meiner Mutter mitgenommen, hat 11 Euro gekostet, falls sie solche Dinger sucht, bei Primark gibt es die derzeit. Dasselbe oder so ein ähnliches Teil, also vom selben Prinzip, habe ich in schwarz gekauft, das sieht auch super süß aus. Also es ist einfach ein leichtes schwarzes Kleid, also es ist durchsichtig, aber drunter habt ihr ja euer Bikini und... Genau, finde ich immer ganz praktisch, wisst ihr, wie ich meine? Weil zum Beispiel, wenn es dann Mittagessen gibt oder Snacks oder so, dann könnt ihr einfach so gehen, als ob ihr ein Kleid anhättet. Aber ihr habt eigentlich mal Bikini an und dann spart ihr Zeit und das finde ich ganz praktisch. Letzte Fashion-Teile sind die beiden Oberteile, das sind so Basic-Oberteile. Ich bin voller Basic-Mensch, habe ich irgendwie herausgefunden, als ich meinen Schrank letztens aufgeräumt habe. Ich habe so viele Basic-Oberteile, die sehen alle fast gleich aus, aber die sind ein bisschen anders. Auf jeden Fall haben die T-Shirts... 5 Euro gekostet. Einfach eins in grau und eins in rosa. Ich bin auch gespannt, ob sie mir passen oder ob sie mir zu eng sind. Aber das werden wir ja sehen, Leute. Und das war's dann eigentlich auch schon. Ich habe mir dann nur noch Socken gekauft. 5 Paar von denen haben 4,50 Euro gekostet. Also nicht mal 1 Euro pro Socke. Woanders kosten die immer 5 Euro für 2 Paar Socke. Deswegen mag ich das bei Primark Socken zu kaufen, weil die voll günstig sind. Weil ihr zieht die doch eh nur... am Fuß an. Na egal, auf jeden Fall habe ich mir dann noch solche Sportsocken gekauft, die aber halt auch nicht so lang sind. Die sind halt super praktisch für solche offenen Schuhe, wie zum Beispiel für solche Schuhe. Und in solchen Schuhen mag ich es nicht barfüßig reinzugehen, weil dann schwitzt ihr so eklig und dann stinken eure Füße oder der Schuh stinkt. Und deswegen sind halt solche Socken sehr praktisch dafür. Okay, und jetzt machen wir weiter mit Krimskrams-Sachen. Und davon habe ich mir super viel gekauft. Unter anderem diese Wasserflasche hier. Die hat jetzt 4 Euro gekostet und da passen 600 Milliliter rein. Und ich habe sie mir gekauft, damit ich mehr trinke, Leute. Also wir wissen ja alle, dass Wasser ultra wichtig ist und dass wir so viel trinken sollen am Tag. Aber ich schaffe das nicht, Leute. Ich brauche trinken nicht. Kennt ihr das? Also mir fällt es erst abends auf, dass ich dann eine 0,5 Flasche geleert habe. Und das ist ja nicht gut für euren Körper. Deswegen dachte ich mir so, damit trinke ich vielleicht mehr. Oder ich habe Hoffnung.
darin, dass ich mehr trinke. Ich fand die Flasche so süß, gell? Die sieht voll süß aus und dann kann man so Bilder machen damit und so. Spaß. Auf jeden Fall kommen wir jetzt zu den Beauty-Sachen, Leute. Und falls ihr so ein First Impression Beauty Primark Schminke sehen wollt, dann lasst mich das unbedingt in den Kommentaren wissen oder gebt diesem Video einen Daumen hoch, dann drehe ich das super gerne für euch ab, weil ich bin selber gespannt, wie die Schminke so ist. Oh mein Gott, ich bin schon ganz aufgeregt. Auf jeden Fall habe ich mir ein paar Pinsel mitgenommen, die sahen echt gut aus irgendwie. Also hier einmal so ein Stippling, blablabla, so ein Stippling Brush. Soll ich den mal aufmachen? Wartet. Nein, ich habe keine Schere da. Auf jeden Fall sieht er so aus, der sieht super interessant aus. Und dann halt hier noch so ein Augenbrauen Brush. Also hier einmal zum Kämmen und hier einmal so einen abgeschrägten Pinsel. Ihr wisst ja, ich liebe meinen zu Eva 317 Wingliner. Schon verrückt, dass ich diesen Namen kenne. Und der sah halt sehr vielversprechend aus. Deswegen habe ich den mitgenommen für 1,50 Euro. Das hat 2 Euro gekostet. Dann habe ich mir Wimpern mitgenommen. Und dazu gibt es auch eine Story, die erzähle ich euch. Ich habe ja eine Wimpernverlängerung. Ich bin auch super zufrieden. Aber rechts hatte ich keine einzige Wimper mehr. Da musste ich mir falsche Wimpern kleben, weil... Leute, das sah nicht gut aus. Dann war ich so im Primer und dachte mir so, oh, für den Notfall kannst du solche Wimpern auch gebrauchen und die und die und die. Dann habe ich mir Wimpern mitgenommen. Das ist die Story, sorry. Auf jeden Fall kosten die 3,50 Euro. Hallo, nicht mein Face. So sehen die ersten Wimpern aus. Dann habe ich mir noch solche hier mitgenommen. Also die sind, glaube ich, natürlicher als die davor. Und zu guter Letzt habe ich mir noch solche mitgenommen. Also außen sind die dichter, wie ihr sehen könnt, und innen... halt nicht. Auf jeden Fall haben die jeweils 3,50 Euro gekostet und ich finde das irgendwie schon teuer. Aber dann dachte ich mir so, ja, man kann sie ja immer wieder benutzen und ich will sie einfach mal ausprobieren, um zu schauen, wie die so sind. Auf jeden Fall habe ich mir dann noch dieses Teil hier gekauft. Ich glaube, es hat so 4 Euro gekostet oder so. Das ist so eine Bronze-Palette. Habt halt Bronzer drinnen, die schimmern und dann hat noch so Lidschatten, halt um ein Augen-Make-up hinzubekommen. Das Coole ist auch, dass es einen Spiegel hat, Leute. Das sieht aus wie so ein Federmäppchen. Kennt ihr die noch? Ich hatte eins von Lidl. Auf jeden Fall habe ich mir das mitgenommen. Oh mein Gott, Leute, diesen Gloss muss ich euch zeigen. Der hat 2,50 Euro gekostet. Der heißt Galactic Holographic Lipgloss. Ich bin ja überhaupt kein Lipgloss-Mensch, ne? Ich hasse Lipglosse. Aber der hatte so einen genialen Holo-Effekt. Un momento, mis amores. Mi español es no bien. Mi español es fatal. Ich glaube, wenn ihr so einen matten Lippenstift habt und es drüber macht, das sieht bestimmt bombastisch aus, Leute. Oh mein Gott. Seht ihr diesen Holographic-Effekt? Wunderschön. Ich schwöre, ich bin schon super gespannt, den auf meine Lippen zu tun. Also irgendwo drüber, so als Highlight. Wisst ihr, wie ich meine? Ich glaube, das sieht richtig geil aus. Ja, Mann. Ich habe mir hier noch einen Brow Cream mitgenommen. Das Produkt hat mich auch super interessiert, Leute. Das Dunklere davon war schon ausgepackt. Dann habe ich das geschwatzt. Leute, das war richtig tiefbraun. Also falls ihr richtig dunkle Augenbrauen habt, dann könnt ihr euch das gerne anschauen. Aber ich habe jetzt Light Brown genommen. Ich bin gespannt, ob das zu meiner Farbe überpasst. Deswegen probieren wir das einfach mal aus. Dann habe ich mir noch eine Foundation mitgenommen. Eine 2-in-1 Foundation. Fand ich ganz praktisch. Und zwar ist da Foundation und Concealer drinnen. Also habt ihr 2-in-1. Deswegen dachte ich mir so, voll gut. Dann habe ich mir noch einen Brush mitgenommen. Und zwar ein Eye Contour Brush. Die sehen alle halt also voll gut aus. Also sehr hochwertig irgendwie. Das hat jetzt 1,50 Euro gekostet. Dann habe ich mir noch einen Eyeliner mitgenommen für 2 Euro. Der ist noch verpackt. Dann habe ich mir noch 2 Lippenprodukte mitgenommen. Die fand ich auch mega cool. Einmal ein Lip Liner für 1,50 Euro. Und dann hier ein Velvet Matte Lipstick. Oh, fand ich auch interessant. Hier seht ihr auf jeden Fall die beiden Lippenprodukte. Das ist der Lip Liner und das ist das Lippenprodukt. Wunderschöne Alltagsfarben. Und dann habe ich noch 2 Sachen. Dann war es das mit dem Video. Einmal solche Beauty Blender. Fand ich auch mega cool. Also 2 Stück haben 2,50 Euro gekostet. Der ist so ultra mega spitz, ideal für Concealer. Und der ist halt so etwas breiter. Und ich bin gespannt, wie die so sind. Deswegen habe ich hier mitgenommen. Und zu guter Letzt habe ich noch ein Konturkit mitgenommen. Oh, da ist sogar ein Pinsel mit dabei. Habe ich gar nicht gesehen. 4,50 Euro hat das gekostet. Zeig euch mal die Palette hier. Ui. Oh ja. Die Farben sehen auf jeden Fall mega cool aus. So sehen die Farben aus. Ich bin gespannt, wie gut sie sind oder wie schlecht sie sind. Hat halt auch noch einen Spiegel, gell? Ich finde halt Spiegel immer geil, wenn es mit dabei ist. Dann könnt ihr euch anschauen und dann könnt ihr das... auffrischen und was auch immer. Auf jeden Fall ist hier noch eine Anleitung dabei, wie ihr das macht. Und ein Pinsel. Finde ich ja auch cool. Mal schauen, ob der Pinsel etwas taugt. Aber meistens ist es ja nicht so. Aber manchmal finde ich die echt praktisch. Kennt ihr das? Naja, egal. Das war es auf jeden Fall mit meinem Primark-Haul. Wenn euch dieser Haul gefallen hat, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und wie gesagt, lasst mich wissen, ob ihr so ein First Impression
Primark Beauty Produkte sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare oder schreibt diesen Emoji in die Kommentare, dann weiß ich auch Bescheid mit einem Blick. Nein, Spaß. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschauen. Ich sage Tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.